Good evening, Miss Ari. Good evening, Sebastian. Ich hätte gerne was zu trinken. Jo, alles klar. Lustig, Leute. Ich bin der Tiger, über den ihr drüber fallt. Ja, Mensch, deswegen machen wir doch hier die ganze Scheiße, dass du mal hier Teppiche sein darfst. Scheiße! In diesem Sinne, herzlich willkommen. Mach die Scheiß Tür auf! Zum Jahresrückblick von der Schaffsonie 2018. Warum kennst du das denn nicht? Wenn's gut wäre, würde ich's kennen. Heute feiern wir uns selbst und beantworten dazu noch eure Fragen. Also wenn das nichts ist, nicht wahr? Einziger Wermutstropfen? Ja, kommt! Ach. Miss Ari, ich habe hier einen edlen Tropfen. Chateau Le Marc. Ah. Ja, Aroma. Leicht muffig, pilzig im Abgang. Einfach mal am Bouquet schnuppern. Seit wann redet dieser Kack-Kellner eigentlich so viel? Der sagt doch wirklich nichts. Wirklich wahnsinnig schlecht, ja. Habt ihr das jemals gesehen, diese Sendung? Ja, selbstverständlich. Ja, das du bist ein Teppich. Der Teppich redet erst recht nicht. Entschuldige mal. Kritisiere mich nicht dafür, dass ich hier rede. Der Teppich hat seine Schnauze zu halten. Ein äußerst billiger Protagonist, der regelmäßig auftritt in unseren Challenges, ist Sebastian Meinberg. Wir wollten ja auch eure Fragen beantworten. Und wir haben eine von Ihrem bekommen. Und zwar, wer steckt eigentlich wirklich hinter dem haarigen Einhorn? Es ist ein Mythos, eine Kiezgröße, eine Legende. Hier in diesem beliebten Szeneviertel einer deutschen Großstadt soll es sich aufhalten, das haarige Einhorn. Das haarige Einhorn. Heute hier, um es zu Gott, da ist es. Da ist es. Jungs, da ist es. Hinterher. Da ist es. Ich fasse es nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das haarige Einhorn. Jetzt kann ich Ihnen die Fragen stellen, die ich Ihnen die lange Zeit fragen Sie sahen eine Reportage von Marc Seibold. Ja. Wenn ich groß bin, will ich auch mal so cool sein wie das haarige Einhorn. Ja, das größer wirst du leider nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Neu! Jo! Neu und voll, Sebastian. Neu und voll! Klemm den Arm ein. Oh, oh! Das wird ein richtig schöner Abend. Ich merke das richtig schon. Das ist, wenn die beiden Spaß haben und ich nicht mitmachen darf. Mal wieder ein Fussel? Absolut edler Tropfen aus dem Feinkosthause Albrecht. Ja, das glaube ich dir direkt. Ja. Ja, same procedure as last year. Same procedure? Das ist wirklich schwierig. Procedure as every year. Eine Frage von GTV oder GTV. Woher hat eigentlich Marc seine Ideen? Er hat doch gar kein Gehirn. Berechtigte Frage. Ja, deswegen ist Sebastian dem mal auf den Grund gegangen. Verdammt noch mal, Leute. Ich habe euch gesagt, ich will ein ordentliches Konzept. Die Gags müssen zünden, so nicht! Da gehen wir jetzt rein. Mach die Scheiß Tür auf! Komm, jetzt zeigen wir mal die Wahrheit. Hier darf niemand rein. Na, natürlich darf man da rein. Da darf niemand rein. Marc, jetzt, die Leute wollen es einmal sehen. Das ist eine Talent-Kaderschmiede. Talent-Kaderschmiede. Meinberg! Ja. Einer klüger als der andere und alle klüger als Marc. Miss Ari! Happy New Year! Tschüss. Eine Beleidigung gegen diesen Klassiker. Und nochmal, der Teppich oder dieses Fell spricht nicht. Dear Mr. Winterbottom. Here we are again. Oh, lovely. Mehr Alkohol. Okay. Apropos Alkohol. Na, geh erst mal. Ja. Hä? Respekt auf deine alten Tage. Ich bleib am Teppich hängen. Mein Gott.
toll, tolles Fest. Sag mal, Miss Ari. Ja. Glaubst du eigentlich auch das, was die Leute schreiben, dass wir mal wieder zu viel trinken? Weil das schaffst du nicht. Was heißt denn hier zu viel trinken? Trinken ist gesund, sagt der Arzt. Mach voll! Nochmal, Cuvée. Sag mal! Pardon, Miss Ari? Teppich! Komm! Doch, er hat Erbarmen. Das ist dir. Ich glaube, ich kann sie mir nicht mal lustig saufen. Ne? Dumm wohl. Prost. Es könnte eventuell sein, dass der ein oder andere mal angemerkt hat, dass wir zu viel dem Alkohol? Guten Freund Alkohol frönen. Wie kommt der denn auf die Idee? Das verstehe ich nicht. Wir können uns ja die Bilder mal anschauen. Ashanti, Prost. Halbne und Marc. Los geht's. Komm. Wir feiern heute eine kleine Party! So dicht schon, Mann. Die Flasche ist leer. Nächstes Jahr bessern wir uns, versprochen. Aber jetzt wird erstmal gefeiert! Leute! So lange nicht. 500.000 Abonnenten! McOnny, vielen Dank! Finden wir auch geil. Und hier 80 Millionen Views! Wahnsinn! Außerdem hat noch, jetzt pass auf, jetzt wird's peinlich für mich. Nerman Knopfwick sagt, ich find euch einfach geil! Ja, wir uns auch! Ja, schreibt mir in die Kommentare, mit welchen YouTubern ihr Ari mal ein Duett singen soll. We are the champions of the world! Es ist so unangenehm, es ist so unangenehm. Aber wir waren jetzt auch mal auf der Straße unterwegs und haben euch gefragt, wie geil ihr uns findet. War natürlich eine rhetorische Frage. Absolut! No. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr liebst du Das schaffst du nie? Was? Naja, Das schaffst du nie. Kennst du ja sicher? Ja, natürlich kenne ich den. Schaut meine Oma öfter. Hand aufs Herz, ich oder Sebastian Meinberg? Ich. Hast du irgendeine Ahnung, wer ich bin? Sebastian Schweinsteiger. Und Das schaffst du nie! Was meinst du? Kannst du vielleicht sagen... Ich liebe Max Seibel. Das schaffst du nie? Ja. Geil. Geil. Das schaffst du nie, geil. Und Ariane Alter auch? Geil. Geil. Nein, ich will kein Autogramm. Wer sind Sie? Muss ich Sie kennen? Soll ich Sie kennen? Wie sehr liebst du mich und Das schaffst du nie? 我觉得吧，就是，挺高的。完了，我觉得就是，挺好的。 Das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch. Warum kennst du das denn nicht? Wenn es gut wäre, würde ich es kennen. Ah. Everybody hurts. Das ist wirklich sonst nicht so. Es ist, ich bin's da. Schön, dass du da bist. Wie sehr liebst du Das schaffst du nie? Und was hältst du eigentlich von Marc Seibold? Das schaffst du nie hat wirklich mein Leben verändert. Und ohne Marc Seibold wäre das alles nicht möglich. Vielen Dank, Marc Seibold. Es waren halt zufällig die 37 falschen Leute auf der Straße. Ja, das war wirklich, wir sind sonst mega geil. Ihr wisst es ja, ihr seht uns ja immer. Und wir wären ja gar nichts ohne euch. Und jetzt ratet mal, wie 2019 wird. Ich kann es kaum glauben. Viel geiler, weil was wir euch versprechen ist, dass Marc ab jetzt immer nur noch Teppich ist. Ja, das ist... garantiert. Und unter uns, wir hatten da schon die eine oder andere Aktion, das wird durch den Himmel gehen. Ich und meine qualifizierten Arbeitskräfte, wir lassen uns da was einfallen. Prost! Miss Ari! Zack, Sebastian! Oh. Und wenn euch jetzt der ganze Schmuh gefallen hat, das würde mich wundern. Was mich wundern würde? Aber ja. Hey, müsst ihr entscheiden. Ja. Könnt ihr entscheiden. Lasst einfach mal ein Abo da. Ja. Oder schaut unsere ganzen Geheimnisse hier bei DSDN Mystery. Das war gut, weil das habe ich moderiert. Absolut. Und da unten ist auch noch was, da könnt ihr auch ist jetzt aber egal. Feierabend! Oh, der Feuermelder! Ah ja! Oh.
Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott!